Ich bin hier mit Michael von Exolange. Hallo. Michael, was macht Exolange? Ja, Exolange ist ein Startanbieter, ein Startdienstleister, auf Englisch ein Launch Service Provider, manche sagen auch Broker. Wir helfen Firmen, die im New Space Bereich aktiv sind, also die selber Kleinsatelliten bauen, von 1 Kilo bis hin zu fast, weiß ich nicht, 400-500 Kilo, das zählt in der Satellitenwelt immer noch als Kleinsatellit. Wir helfen ihnen, in den Orbit zu kommen. Warum? Weil im klassischen Space hat man einen Satelliten gebaut, der mehrere Tonnen wiegt. Der hat sich dann eine eigene Rakete gekauft, wurde von der in den Orbit befördert. Wenn man allerdings einen Satelliten baut, der nur ein paar Kilo wiegt und vielleicht ein paar hunderttausend Euro in der Fertigung kostet, in der Entwicklung, für den lohnt es sich nicht, eine ganze Rakete zu kaufen. Deswegen hat sich für den New Space Bereich eine Art Mitfahrgelegenheitsmarkt entwickelt, in dem mehrere Satelliten zusammenkommen und sich den Preis teilen. Teilweise ist immer noch ein großer Satellit an Bord, teilweise sind es nur noch kleine Satelliten. Also soweit hat sich der Markt schon entwickelt, dass teilweise 100 kleine Satelliten eine ganze Rakete füllen. Und wir eben haben ein Netzwerk. Wir arbeiten mit Startanbietern, mit Raketenbetreibern weltweit zusammen und haben regelmäßig Missionen mit diesen. Und mittlerweile sind es eigentlich Missionen, jedes Quartal haben wir irgendeine Möglichkeit für unsere Kunden in den Orbit zu fliegen. Und neben dem ganzen Management, was damit einhergeht, neben dem ganzen regulatorischen, dem Export, braucht man eben auch ein sogenanntes Separationssystem. Das heißt, man muss seinen Satelliten irgendwie an die Rakete befestigen für den Start. Und im Orbit muss man den Satelliten dann irgendwie auswerfen, damit er mit seiner Mission beginnen kann. Und das ist ein bisschen das, was wir hier am Stand sehen. Wir haben da zwei Produkte, die wir im Haus entwickeln. Das hier ist der sogenannte Exopod, der CubeSat Deployer. Das ist also für Satelliten bis zu dieser Größe eben, indem wir nach einem bestimmten Baustandard, dem sogenannten CubeSat-Standard, einen Satelliten fertigen, der bestimmte Maße hat und ihn dann in diesem Container in den Weltraum befördern können. Der wird dann an einer Seite dann entsprechend an der Rakete fixiert und oben im Orbit angekommen kommt ein Signal, was die Türen öffnet und der Satellit wird über eine Feder ausgeworfen. Wenn Satelliten dann entsprechend etwas größer werden, ich habe ja gesagt, bis zu 400-500 Kilo können es sein, dann haben wir entsprechend ein anderes Separationssystem. Das ist dann einfach nur ein Ring, der den Satelliten an einer Seite an der Rakete befestigt, so wie das auch bei den ganz großen Satelliten schon immer gemacht wurde. Genau, das heißt, wir sind ein One-Stop-Shop für den Kunden. Er kommt zu uns, er sagt, ich habe einen Satelliten zum folgenden Zeitpunkt fertig, ich möchte in den und den Orbit. Und dann sagen wir ihm, hey, flieg doch auf der und der Mission mit uns mit, zum Beispiel mit SpaceX. Und wir stellen das Separationssystem, wir begleiten dich durch diesen ganzen Prozess. Und dann, ja, im Orbit übergeben wir den Satelliten quasi wieder an den Kunden und dann kann die Mission beginnen. Super cool. Ich hatte eben in einem Vortrag gehört, dass ihr auch an einem Space-Tuck arbeitet, also im Prinzip, dass ihr im Prinzip mit einer großen Rakete Sachen in den Orbit geschoben werden und dann aber ein kleiner Traktor, nenne ich es jetzt mal, ja, die Satelliten dann auf die speziellen Umlaufbahnen bringt. Genau, das Problem bei diesem Rideshare-Markt, also diesen Mitfahrgelegenheiten, ist natürlich, dass alle in einen bestimmten Orbit fliegen, der vom Raketenbetreiber vorgegeben wird. Das ist aber in vielen Fällen nicht der ideale Orbit für den Kunden. Bisher gab es einfach keine andere Möglichkeit. Das heißt, man musste mit diesem Kompromissorbit leben. Das ist auch in vielen Fällen akzeptabel. Aber dadurch, dass die Missionen der Kunden heutzutage immer anspruchsvoller werden, man platziert ganze Konstellationen in Orbit, wo es dann wirklich darauf ankommt, dass die Satelliten in bestimmten Orbit-Ebenen positioniert werden.
Und da wird das sogenannte Problem der Last Mile Delivery relevant. Das kennt man auch irgendwie aus der Logistik hier auf der Erde. Und zwar möchte man gerne dann, nachdem man in einem standardmäßigen sonnensynchronen Orbit ausgeworfen wurde, dann vielleicht einen etwas höheren Orbit. Oder man möchte seine paar Satelliten, die man auf der Mission gestartet hat, möglichst schnell im Orbit verteilen, damit diese möglichst schnell mit ihrem Betrieb anfangen können. Oder weiter gedacht, die Inklination der Orbits verändern. Und heutzutage gibt es dafür bereits eine Möglichkeit. Das sind die sogenannten Small Launcher, zum Beispiel wie Rocket Lab mit ihrer Elektron-Rakete. Das ist aber sehr teuer. Wenn man nur einen ganz kleinen Satelliten hat, dann hat man vielleicht nicht das Budget, um mehrere Millionen für den Start zu zahlen, verglichen mit den paar, vielleicht 100.000, die man hier zahlen würde. Und deswegen ist vor wenigen Jahren dieser Zwischenmarkt geboren für die sogenannten Space Tugs, die genau dieses Problem lösen sollen. Und wir sind auch als einer der führenden Startanbieter in diesem kleinen Satellitenmarkt, haben wir auch angefangen, eben an so einem Space Tug oder OTV, wie es auch genannt wird, also Orbital Transfer Vehicle, haben wir auch angefangen, eins zu entwickeln. Wir nennen es Reliant. Und das Reliant, das soll wahrscheinlich Anfang 2023 ungefähr, soll es zum ersten Mal fliegen und hat eine Nutzlastkapazität von dann ungefähr 200 Kilo. Das heißt, das Reliant wird an die Rakete befestigt und darauf können noch Satelliten mit einer Gesamtmasse von 200 Kilo drauf. Das können mehrere kleine CubeSats sein, das können aber auch einmal nur ein, zwei etwas schwerere, größere Mikrosatelliten sein. Und nachdem das Reliant von der Oberstufe separiert wird, schmeißt es dann die eigenen Triebwerke an und kann damit eben in gewissen Rahmen den Orbit dann nochmal verändern. Genau, und unsere Vision ist für ein paar Jahre in die Zukunft, dass das Reliant nicht nur selbst deorbitet, nachdem es seine Mission ausgeführt hat, sondern dass es dann irgendwann auch zum sogenannten Green Space oder wie auch immer beitragen soll, indem es auch Weltraumschrott selbst mit auf dem Weg aus dem Orbit in die Erdatmosphäre mitnehmen kann. Da sind wir noch ein bisschen von weg, aber das ist unser Ziel, dass wir dann vielleicht in Koordination mit irgendwelchen Raumfahrtbehörden bestimmte Weltraumschrottteile, die in entsprechender Größe, also klein genug für das Reliant sind, entsprechend greifen können und dann damit den Orbit verlassen. Spannend. Ich komme ja eher so von der Launcher-Seite her. Ich war jetzt bei ein paar Raketen-Startups, die Raketen bauen wollen noch und die praktisch einen Markt bedienen wollen. Ihr seid jetzt, sage ich mal, noch einen Tick näher an den Kunden dran, weil ihr ja im Prinzip diese Starts vermarktet oder beziehungsweise die Kunden transportiert. Ist es tatsächlich so, dass man merkt, der New Space, da kommt immer mehr und immer mehr wird im Orbit benötigt? Der New Space-Bereich, der ist sehr stark am Wachsen. Also ich meine, wir sehen uns an unserem eigenen Business, wie das läuft. Wir hatten vor ein paar Jahren hatten wir noch eigentlich eine Mission im Jahr, die wir gestartet haben. Das hat sich jetzt mittlerweile gesteigert zu zwei, drei Missionen, die wir im Jahr machen. Und in 2022 haben wir fünf große Missionen allein plus eventuell noch ein paar kleinere. Also der Markt wächst unaufhaltbar. Wir haben immer mehr Kunden, die nicht nur wie früher Universitäten einzelne Satelliten bauen, sondern es gibt immer mehr Unternehmen, die ganze Konstellationen bauen, mit dem Ziel, von einigen Dutzend bis zu mehreren hundert Satelliten zu starten. Und ja, nicht jeder hat eben wie SpaceX oder Blue Origin die eigene Rakete, mit der sie das Ganze machen können, sondern die kommen dann zu Startanbietern wie uns. Und wir haben eigentlich alle Mittel auch, um Kunden mit Konstellationen zu helfen, in den Orbit zu kommen. Aber ja, die Antwort ist ein ganz klares Ja. Also der Markt ist am Boomen aktuell. Ja.
Michael, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir eine schöne Ausstellung und ja, bis bald mal. Dankeschön.